Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, heute haben wir ein etwas größeres Kistchen geschickt bekommen. Ja. Es ist nicht so schwer, ja. Aber es gibt eine Geschichte dazu. Ja. Erstmal, das, was drin ist, ist vom Ben. Vielen, vielen Dank. Eingefädelt, dass wir das bekommen, hat das der Christian und geschickt hat es uns der Sebastian. So, und Hagen, jetzt erzähl doch genau. Mal, woher kennen wir die denn? Und ich bin in totaler Verwirrung. Aber ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit. Auf eine kleine Reise. Kommt doch mal Reise. Also, wir waren, der geneigte Zuschauer mag es festgestellt haben, wir waren auf der Amiga 34. 34. Wir waren auch auf der Amiga 32 und auf der Amiga 30, ja. Aber zuletzt 34. 34. 34 heißt übrigens nicht, weil es im Jahr 34 ist, sondern weil der Amiga jetzt 34 Jahre alt ist. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Ja, fast so jung sind wir ja auch. Ja, Hüstel, genau. Hüstel. So, jetzt sind wir wieder hier beim Thema. So, also wir waren auf der Amiga 34 in? Neuss. Sehr gut, in Neuss. Tschakka. Sitzen also, stehen, da standen wir. Wir standen am Stand, da kommen zwei nette Jungs auf uns zu, der Christian und der Sebastian. Müssten das gewesen sein. Ich muss bei Namen, ihr wisst ja schon Bescheid. Also, wir stehen da ganz unschuldig da. Ich stehe da, lächel, so wie immer, ne? Wir hält so mit Schwätzchen. Mit Kaffeetasse in der Hand, genau. Ja. So, wir halten so Schwätzchen. Ich habe Spaß. Ich hoffe, den geneigten Zuschauer auch. Also, die beiden hatten Spaß. Dennis stand dabei. Irgendwann reden die Herren über, wie heißt es, ja. Dragonslayer. Dragonslayer. Ihr habt mir jetzt gerade ihren Namen. Ha. So, also Dragonslayer, Laserdisc, bla 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 bla. Und dann, ich war währenddessen so am Kaffee trinken. Höre nur Dennis irgendwann sagen, ba 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 ba, das gibt's ja nicht mehr. Links neben mir ein, was, das hab ich doch. Er, was, das gibt's ja nicht. Und irgendwann kam ein Murmel, Murmel, Murmel und Dennis so, hier ist übrigens meine Karte, schick mir das mal, wenn du mir das, wie heißt das File? ADF-File. Das ADF-File da davon. Ich also total am Kaffeetutzel, ne, dachte so, drei Jungs und alle drei lächeln. Läuft. Ja, dachte mir irgendwann, die sind dann wieder weggegangen, wir hatten noch ein bisschen mehr Spaß, Stündchen später oder zwei, ist ja vollkommen wurscht. Ich sitze unschuldig wie ein Lämmchen auf der Terrasse, habe gerade ein leckeres Stück Kuchen vor mir ausgebreitet. Also nicht, dass ich Kuchen essen will. Also Kuchen, Käffchen. Kommt der eine nette junge Mann wieder zurück, also dran vorbei, meint so, ey, yo, Hagen. Und meint so, ey, yo, wir haben uns übrigens dazu entschlossen, also nicht ich, sondern der... Jetzt weiß ich wieder nicht, welcher ist. Also der eine Nette von den anderen Netten. Haben uns entschlossen, wir schicken euch das gerade jetzt einfach so. Impaction. Ist kein Thema. So komplett. Wo sollen wir sie jetzt hinschicken? Und ich so... Mail doch mal im Dennis. Ungefähr das war das Gespräch, weil mit Kuchen im Mund und Kaffee in der Hand, ich bin einfach nicht kommunizierfähig. Du bist einfach nicht so multitasking. Ich bin nicht, es ging dann auch nicht. Nein, er war sehr nett. Er hat dann kurz gefragt, wie es denn läuft. Und ich habe gesagt, du, der Dennis ist da ganz aus dem Häuschen. Wenn ich ihm das jetzt wegnehme, dann das wird nichts. Mail ihn an, der hat Spaß. Vielen, vielen Dank. Ich kann nur jetzt schon sagen, das ist ein Riesenthema für den. Sie haben es jetzt gemacht. Hier ist es. Ihr merkt schon, ich habe nur Teile verraten, obwohl ich natürlich verstanden habe, wer hat das unter... Ja. Also ich habe natürlich verstanden, worum es eigentlich geht. Und jetzt packen wir es aus. So, dann gib mir doch mal den Sicherheitscutter. Und dann gucken wir mal, damit also, die Kiste auf. Nur für all jene, die das nicht so mitgekriegt haben, die Amiga 34 war saugut. Wir waren da. Wir hatten Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Okay, das auf. Er hat jetzt schon... Wisst ihr Bescheid? Also, ich hatte richtig Bock und mega Spaß. Es gab auch ganz viele tolle Sachen da zu erleben und zu sehen. Und wir sind da mit dem Stand hingekommen und waren, ich fand, in der geilsten Ecke überhaupt. Der macht mir manchmal ein bisschen Angst hier. In der geilsten Ecke überhaupt, direkt neben der Bühne. Also sprich, jeder, der die Bühne anguckt, hat uns Hannebampel da auch rumhüpfen sehen. Und es waren super viele Leute, auch von euch, da. Und es war einfach geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und zwei richtig gut investierte Tage.
für meine, wo ich meine Freizeit richtig gut investiert habe. Muss man sagen. Hat dir auch Spaß gemacht? Ja. Wir haben auch, wer es noch nicht gesehen hat, unser Vor-Ort-Video zur Amiga 34. Das ist das Video, wo ich die ganze Zeit am Reden bin und der Haken nur lächelt, weil ich ihn nicht zu Wort kommen lasse. Du hast, glaube ich, auch Ja gesagt. Ich habe immer nur Ja gesagt. Ja, also ich hatte auch beim Videodreh, hatte ich auch Spaß. Also es war dann, aber es war mir schon beim Drehen bewusst. Aber trotzdem war es lustig. Jetzt haben wir wieder sowas, wo ich gucken muss, dass nicht noch irgendwas drin ist. Ich ist das nicht ihr Geschenk? An das Weihnachtspapier. Aber es ist nur. Oh. Es ist auf jeden Fall außerordentlich gut verpackt. Vorsichtig. So. Ja, das sieht so aus, als könnte es den Transport. Leg es doch lieber mal, du machst mir Angst, wenn du das da so hin und her wirfst. Also, hier ist noch ein kleines Briefchen aufgeklebt. Liebes VD-Team, viel Spaß und Erfolg beim Zocken wünschen Christian, Ben und Sebastian. Ganz sicher! Werden wir haben. So. Aufpassen. Ich sehe jetzt, das ist schon, ihr wolltet einfach nur, dass das Video ein bisschen länger dauert zum Auspacken. Und, mach du nur, ich habe keine Angst vor dir. So, wir nähern uns dem. Was ist hier am Aufklebt? Wir nähern uns dem eigentlichen Objekt. Und dann Objekte ist doch mal hier rüber, man sieht doch überhaupt nichts da. Da, also da. Ja, es gibt ja auch noch nichts zu sehen. Ja. Ich lege das dann dahin, wenn man was sieht. Mörder, böse Spannung hier. Mörder, böse Cliffhanger. Ja. Genau. Das war das Video. Genau. Und was drin ist, das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Nein, das zeigen wir euch jetzt. In 3 Wochen. What? Ich hatte mal. Ich erinnere mich noch, es war 1984 bei den Olympischen Sommerspielen. Bei den Olympischen Sommerspielen, wo waren die dann da gewesen? Was, Los Angeles? War das nicht Seoul? Nee, das war 88. Ich glaube, es war Los Angeles. Kann sein. Da gab es so ein Spitz. Früher gab es ja noch nicht rund um die Uhr Fernsehen. Aber anlässlich der Olympischen Spiele gab es da irgendwie mehr und dann hatten die auch, gab es so einen Sketch, da ging es um Entfesselungskünstler. Mhm. Und so zum Mitmachen, wie es immer so der Fernsehkoch, der vorkocht, man kann dann nachmachen. Und dann hat sich einer so gefesselt und dann zeigte so, wie man sich jetzt entfesselt. Okay, und das funktioniert so und der andere juckelt rum und zieht versehentlich mit dem Stuhl, an den er sich gefesselt hat, das Kabel vom Fernseher raus. Und macht dann und juckelt irgendwie das wieder rein, sieht dann den befreiten Entfesselungskünstler, das war's und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir die Spannung lange genug aufrecht gehalten. Ja, da musste ich gerade denken. Oh, nein. Doch. Ach, guck mal. Hier, guck mal. So, da haben wir es. Tada! Es ist ein Laserdisc-Game. Und zwar, wir hatten ja schon Dragon's Lair, das ist jetzt Thayer's Quest. Eines von, ich glaube, insgesamt 3 Laserdisc-Games, die es für den Amiga gibt, also mit Amiga-Software. Und das große Problem daran ist, diese Laserdisc, also sie ist auch nicht so verbreitet, aber man findet die schon mal. Mhm. Aber die Steuersoftware, also das eigentliche Spiel, habe ich bisher da noch nirgendwo gesehen. Und auch, also ich meine, die Firma ist schon lange kaputt, die das gemacht hat. Wird sicher keiner was dagegen haben, diese Software mal ins Netz zu stellen, aber da war nichts zu wollen. Mhm. Ja, deswegen, als ich sagte, als dann der Christian, muss es glaube ich gewesen sein, sagte, die Steuersoftware habe ich. Ich sagte, Genau, und er kriegt so ein Grinsen und Herr so damit. Augen. Und jetzt packen wir mal das auf, denn hier müsste die Diskette drin sein, die fast noch mehr wert ist als diese Laserdisc. LDG. Thayer's Quest. PAL TV-System aus dem Jahre 91. Wo steht denn die Firma drauf, nachdem du die schon so abgestraft hast? Copyright Software Corner. Genau. Okay, die habe ich auch noch nicht gehört. Egal. Hm.
Jetzt ist ein Zettel drin mit Edgepad. Nee, es fühlt sich nach Diskette an. So, da ist sie. Die Steuersoftware für Thayer's Quest vom LDG Software Center Connor. In Mannheim. Gar nicht so weit weg von hier. So kann man das hier ja, so ja, da ja, kann man ja, das ungefähr ja, das so sehen. Ja. Und wir sehen auch, es ist im gleichen Design, Cover-Design wie Dragon's Lair, mhm. Also von der gleichen Firma das Ganze. Soll ich mal hochheben? Komm, pass auf. Ich jetzt kaputt machen. Ja, so und Dragon's Lair haben wir ja gesehen, ist so ein bisschen anstrengend, weil es immer nur ein Timing genau ist. Und Thayer's Quest, das hat richtig Gameplay. Also, ich habe es ja noch nicht gespielt, weil der wird es ja gerade erst ausgepackt. Worum geht's denn? Es ist ein Fantasy-Adventure quasi. Mhm. Und du... Ich habe die Story nicht so genau parat, aber du musst zu verschiedenen Orten gehen und kannst Gegenstände aufsammeln und musst so ein... Ja, du musst nicht wirklich... kämpfen, also du kämpfst nicht im Sinne von im richtigen Moment irgendwas tun, sondern du entscheidest, welche Aktion der Charakter machen soll. Achso, eine interaktive Geschichte mäßig. Genau. Also es ist mehr so wie so ein Solo-Rollenspiel vielleicht, wo du sagst, dann, wenn du das machen willst, dann lies jetzt Textpassage so und so viel. Die waren cool, ach, ja. Glaube ich. Also eigentlich ist das kann man das sehr gut vergleichen. Mhm. Ja, es ist so ein Solo-Rollenspiel-Abenteuer. Da gibt es ja auch die etwas higher sophisticateden Papierdinger, wo man dann auch, man schreibt sich auf, dass man irgendwie Trefferpunkte hat und sowas und dass man bestimmte Gegenstände hat. Und das wird hier eben vom Computer mit festgehalten. Mhm. Und man kann dort dann richtig eine Geschichte spielen. Klingt richtig spannend. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Das werde ich dann wahrscheinlich auch mit dem Jan wieder machen. Der Hagen darf auch mal. Oh. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja. So also, wollen wir sie nochmal auspacken. Also einmal reingucken. Guck doch mal. Nicht, dass da hier guck irgendwie... mal rein, was da so... Careful, Coin Fire, was? Die ist noch... Dennis, möchtest du die mal aufpacken? Wenn ich die nämlich aufpacke, dann heißt es dann wieder... Hier gibt es noch eine Kurzanleitung. Mit den Tasten 1 bis 4 steuert man Thayer auf seinem Weg durch die 5 Königreiche. Ah, und hier ist noch auch noch Anleitung. Mit der Tastatur kann man das steuern und dann kann man verschiedene Aktionen ausführen. Hier Items, Coins. Also ich dachte, das hätte was mit Arcade-Automaten, so, weißt du, so Item, Coin, Cold Fire. Ich dachte schon so hier. So ähnlich. Ja, also so sieht das Ganze aus. Hat auch offensichtlich zwei Seiten. Sind beide Seiten bespielt, genau. Das heißt, Dragon's Lair hatte nur eine. Und das muss man dann... auch top in Schuss, das Ding. Ja. Das muss man dann gegebenenfalls auch mal wechseln. Also geht über zwei Seiten quasi, das Spiel. So gut. Und da, wie gesagt, da die Kurzanleitung und man muss Gegenstände aufsammeln und verwenden. Und... dann muss man die entsprechende richtige Taste drücken. Aber es schien mir nicht so Timing, Action, um Gottes Willen zu sein. Also ich bin sehr, sehr gespannt. So, vielen Dank. Ich glaube, also es gibt noch ein weiteres... Ich halte das mal werbewirksam jetzt mit, auch in die Kamera. Ja, es gibt noch ein weiteres, was wir jetzt nicht haben mit Steuersoftware für den Amiga. Und das ist Space Ace. Allerdings gibt es das nur in einer Prototyp-Version quasi. Ja, also die gab es damals, ich habe mich mal erkundigt, diese Spiele gab es in zwei Varianten. Es gab die Original-Arcade-Laserdisc, das sind ja Arcade-Automaten früher gewesen. Mehr, das hatte dann keine richtige Hülle, weil ja im Automaten drin brauchte man nicht. Ja. Mit einer Software dazu. Und dann gab es noch die quasi Eigenpressungen, die dann auch noch so ein schönes Cover hatten. Mhm. Und diese... für diese beiden Spiele, jetzt ist die Anleitung runtergefallen, sammeln wir gleich wieder auf. Diese beiden Spiele gibt es eben in dieser Variante und Space Ace hat es dann nicht mehr zur
selber getresten geschafft. Es gibt wohl diese Steuersoftware irgendwo mit der Arcade Laserdisc. Also wenn irgendjemand die Steuersoftware von Space Ace hat, dann bitte melde dich. Die Laserdisc ist zwar auch selten und ich habe noch keine paar Laserdisc gesehen davon, nur NTSC. Und die geht halt in meinem Laserdisc-Player nicht. Also, aber die Steuersoftware ist ja das Wichtigste. Ja. So, aber ja, hier für Thayer's Quest haben wir sie jetzt auf jeden Fall. Und ich sage vielen, vielen Dank. Ja, ihr habt ihn wirklich, er hat das erzählt und war total gehypt. Das war richtig cool. Ja, Laserdisc-Player ist auch einfach irgendwie cool. Ja. 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 So, dann und also vielen Dank an die edlen Spender. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ad Astra.